Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Ich spiele heute mit euch das Spiel Eternal Winter, ein Early Access Titel, der am 26. November bei Steam erscheinen wird. Ich darf dank den Entwickler und einer Presseversion das Spiel schon 2 Tage vor Release einmal anspielen und euch zeigen. Bin ich auch ganz stolz drauf, ne? Muss man ja auch mal sagen. Und ja, das Spiel erinnert stark an The Long Dark und der Entwickler selber schreibt auch auf seiner Homepage, das könnt ihr euch in der Beschreibung angucken, da ist der Link zur Homepage. Er schreibt selber, er wurde von dem Spiel auch inspiriert, genauso wie von DayZ und von Minecraft. Minecraft finde ich da nicht so wirklich wieder, DayZ ja halt vom Überleben her und am meisten auf jeden Fall The Long Dark. Das ist auf jeden Fall hier wieder zu finden, alleine von der Grafik. Erinnert auch ein bisschen von der Optik her an Unturned. Aber, ja gut, wollen wir erstmal gucken, wie das Spiel so ist. Wir haben natürlich Credits, Optionen und die Möglichkeit, wenn man gespeichert hat, weiterzumachen. Ich gehe natürlich auf New Game und da seht ihr schon direkt ein richtig geiles Feature an von dem Spiel. Das erinnert mich natürlich an keinen anderen. Das ist sein eigenes Feature von Eternal Winter. Wir haben nämlich 4 Hunde. Den 4 Hunden können wir Namen geben. Die sollen ja nicht Dog 1, 2, 3 und 4 heißen. Ist ja ein bisschen langweilig. Nennen wir mal den Dog 1. Den nenne ich... Fluffy. Fluffy ist Dog 1 gewesen, jetzt heißt er Fluffy. Dog 2 ist ein grauer Hund, den nennen wir Lassie. Den Hund 3, welcher ist das? Ich muss mal gucken. Nicht den weißen, möchte ich nämlich wie meinen Hund nennen. Den nennen wir ganz klassisch Bello. Und der Hund 4 hat wieder mal einen Ehrenname wie mein Hund, die Beefy. Wer es nicht kennt, ich habe einen Hund, der heißt wirklich Beefy. Gut, das war's. Mehr können wir hier am Anfang noch gar nicht einstellen. Finde ich aber schon geil. 4 Hunde und gehe in die Welt von Eternal Winter. Und zieh mich erstmal dick an. So, jetzt befinden wir uns auf der Map von Eternal Winter. Mir ist auch schon eiskalt und ihr seht's, es ist natürlich noch eine ganz frühe Version des Spiels und noch nicht fertig. Da gibt's einige Grafikfehler noch. Also nicht erschrecken oder wundern, ist die Version 0.1, glaube ich, noch. Und ja, da draußen seht ihr schon meine Hunde. Wir spawnen. Immer woanders, genauso wie bei The Long Dark und ja, jetzt bin ich hier gespawnt in dieser Hütte. Man spawnt halt aber auch immer in so eine Hütte. Ich gehe mal von außen gucken, rückwärts sind wir aber langsam, boah. Diese Hütten, die stehen auf der ganzen Map überall verteilt, manche groß, manche klein. Aber man erkennt die immer ganz gut, weil das sind die einzigen, die auf Stützen stehen. Dort in den Hütten finden wir dann immer die wichtigsten Sachen eigentlich, wie zum Beispiel eine Feuerstelle. Erfrieren können wir hier eigentlich noch gar nicht. Ich habe jetzt an sich noch nicht diese Attribute, dass wir Kälte spüren oder sowas oder Kalorien verbrennen, kommt aber auch noch dazu. Also in der Version gibt es noch nicht, wird aber auf jeden Fall kommen. Zudem haben wir hier ein Herd, da können wir Essen kochen. Dafür brauchen wir natürlich Streichhölzer und warum auch immer, sieht irgendwie elektrisch aus, aber da brauchen wir Streichhölzer für und natürlich Fleisch. Kann ich nicht, ich habe gar kein Fleisch. Dann, wie gesagt, diese Tonne, die können wir anzünden. Noch macht sie nichts, wenn sie brennt. Und ein Behälter, hier können wir 5 Sachen reinlegen. Ich habe im Inventar jetzt schon bei Medizin Bandagen drin, die kriegen wir vom Start aus. Food, Drink, Tools, Misk, wie Waffen und. Fast unendlich Platz haben wir hier drin. Und ja, ein Bett. In dem Bett können wir speichern. Ich habe gerade einmal 2 Stunden vorgespult, denn man startet hier in ziemlich dunkel. Und ja, ich wollte es aber gerne am Tag aufnehmen. Ne? Logisch, das geht ja hier einfach. Ist ja nicht online, gar nichts. Ist ja ein Singleplayer-Survive-Game, was sehr, sehr, sehr interessant ist. Auf jeden Fall. Gut. Ihr seht da meine 4 Hunde, den haben wir ja Namen gegeben. Hier vorne haben wir, man kann es schwer lesen, Lassie, der hat Hunger. Ihr seht, der Appetit, der geht ein bisschen runter. Der blaue Rand, der wird Durst sein, denke ich mal. Und der rote ist natürlich die Lebensenergie, die können hier auch sterben. Ist mir noch nicht passiert, auch nicht die ganze Spielzeit nicht. Bello geht's gut, Lassie geht's gut, wem haben wir hier? Fluffy geht's gut und Beefy geht's gut. So, ich will mich natürlich auf die Reise begeben. Ich habe noch gar keine Ahnung, wo wir sind. Können uns, ja, unterstützungsweise mal den Kompass equippen, der noch nicht ganz so funktioniert. Ihr seht, es ein bisschen buggy, der ist, ja, der Pfeil ist in der Luft am Fliegen. Macht aber nichts. Finde ich trotzdem ganz gut bis jetzt. Und für ein Early Access Spiel funktioniert das Ganze auch schon ganz gut. So. Die Hunde, wie gesagt, haben, ja, Hunger, Durst. Darum müssen wir uns kümmern. Wir können auch mit E mit den Hunden interagieren. Zum Beispiel eine Bandage geben, Medipack. Wir können mit dem reden. Beefy sagt, und haben auch auf unseren Schlitten tatsächlich Platz. Wir haben hier nochmal 5 Behälter oder was auch immer. Können den im Store packen, zum Beispiel unsere Bandage. Dann ist sie jetzt hier drin, anstatt bei uns im Gepäck. Aber ich nehme sie mal lieber mit, ne? Also wir nehmen sie eh mit. So, dann begeben wir uns auf die Reise. Ich muss einfach nur hier E drücken. Und dann haben wir unsere Hunde, die uns ziehen. Wir können uns 360 Grad drehen auf unseren Schlitten. Und ich werde einfach mal die Reise beginnen. Ganz blind.
Nee, ganz blind nicht. Ich werde mal eine kleine Kurve machen. An dem Haus mal vorbei, weil da unten ist eine Straße gewesen. Die hat man ja schon gesehen. So ein Weg, sag ich mal. Und den wollen wir erstmal lang galoppieren mit unseren Zugkunden. Da ist er. So, wir können auch langsamer gehen. Also, es gibt nur Vollgas eigentlich. Turbo gibt es auch, hört. Nein, Quatsch, gibt es kein Turbo. Die Hunde können nur in der Geschwindigkeit rennen. Und wir gehen jetzt einfach mal diesen Weg entlang mit unseren Köterchen. Wir machen aber keinen Kacker oder sowas, nicht wundern. Und da sehen wir schon, da hinten sind schon Locations wieder. Also es gibt eine Menge Loot-Spots hier, richtig gute. Ich habe einen Flughafen schon entdeckt und größere Gebäude, da ist auch mehr Loot drin. Essen, Trinken, Waffen, es gibt eine Menge. Es gibt wilde Tiere, Bären habe ich gesehen schon, es gibt Wölfe. Da ist zum Beispiel einer, gegen den können wir uns im Augenblick noch nicht verteidigen. Wir müssen erstmal was finden. Der ist mit einer Axt oder so ganz schnell gelegt, aber wir verlieren halt auch Lebensenergie. Und hier ist gleich eine interessante Stelle. Cool. Gucken wir uns doch hier direkt mal um. Hoffen, dass der Wolf auch da hinten bleibt. Die sind nicht so stark wie bei Salon Dark, Gott sei Dank. Aber hier haben wir schon eine ziemlich interessante Stelle. Kann man vorbeireiten eigentlich schon sehen oder was drin ist. Alles ziemlich gut zu erkennen. Das große Haus interessiert mich ja mal. Da ist ein Auto, da können wir auch am Kofferraum ran. Das ist noch eins. Reiten da mal vorbei. Muss ja nicht laufen. Ist ja ganz praktisch. Hier ist auch nichts drin. Na, optisch erinnert es schon etwas an Unturned, aber natürlich vom Setting her viel mehr an The Long Dark. So wie er auch selber sagt, der Entwickler. So. Gut, hier ist echt nichts. Man findet hier auf jeden Fall zum Überleben genug. Da kann ich schon mal viel versprechen, von Anfang an sogar. Natürlich habe ich jetzt natürlich Pech, ist ja klar. So, wenn ich jetzt absteige, Kompass bleibt in der Hand, unser Schlitten bleibt auf der Stelle stehen. So fast, er rutscht ein bisschen, aber das war gerade ein bisschen schwieriger. Eine Palette. Die können wir, ja, da sollte eigentlich Loot drauf sein, denke ich mal. Ist aber nicht. Gut, am Kofferraum dran. Empty, empty. Scheiße, ich finde hier nichts. Aber so leicht soll es auch nicht sein. Macht ja keinen Spaß, wenn das einen zu leicht wird. Ja, Essen. Ich habe Essen gefunden. Hier ist Essen. Da seht ihr das. Das können wir dann mit E einsammeln. Dann können wir auf Tab mal gucken, was es war. Food and Drinks. Ihr seht es. Can of Beans. Die esse ich jetzt sofort, weil wir haben nur noch halb Hunger. Das Ganze sieht dann so aus. Und ihr seht, meine Hungeranzeige geht wieder aufwärts. Sehr schön. Weiter geht dann die Reise. Da war doch noch ein Auto hinten, ne? Da fahren wir aber hin. Nicht, dass meine Hunde abhauen hier. Bin nämlich ein schlechtes Härchen. Nein, Quatsch, bin ein gutes Härchen. Und da geht die Straße weiter. Ihr seht da an den Strommasten auch. Das ist das andere Auto. Leer, leer. Schade. Wäre natürlich praktisch, wenn wir hier direkt eine Waffe finden. Aber da ist irgendwas, was in mein Auge piekst. Ein Schokoriegel. Sehr gut. Und Schokoriegel können wir den Hunden nicht geben. Um die Hunde zu füttern, müssen wir auf jeden Fall Wildtiere legen. Da können wir das Fleisch dann kochen. Ihr habt es ja schon am Anfang gesehen, da in der Basisstation, wo wir dann, die wir ja überall finden, können wir das Fleisch dann kochen oder auch roh den Hunden geben. Aber gekocht gibt es denen mehr Energie zurück auf jeden Fall. Da hinten ist die Straße, die wollen wir weiter folgen. Ah, die Map ist verdammt groß. Ich habe ja schon einiges entdeckt. Eine Kirche, einen Flugplatz habe ich entdeckt, der natürlich völlig verschneit war. Da stehen auch Flugzeuge rum. Da gab es auch sehr guten Loot. Aber ich habe natürlich von vorne angefangen, keine Frage. Denn ich will ein paar Folgen mehr machen, definitiv. Weil mir das Spiel schon sehr viel Spaß macht und ich nicht schaffe, in einer Folge das alles zu zeigen, was es hier gibt. Denn es gibt doch schon einen ganz schönen Haufen. Alleine das Überleben ist ja halt schon schwierig genug. So, Reise geht weiter. Vollgas, Hunde, los. Wo ist die Peitsche? Gibt keine Peitsche. Da hinten haben wir auch was. Aber ich will mich auch nicht verfahren. Nämlich ruckzuck fährt man hier im Kreis. Das hatte ich nämlich schon mal in meiner ersten Spiel-Session, die ich hier für mich so alleine gemacht habe. Da bin ich mega im Kreis gefahren. Und bin dann zweimal zur selben Loot-Spot gekommen. Hat mich voll gefreut. Aber da war der leer. Und dann habe ich erst gemerkt, dass das schon da war einmal. Aber hier war ich schon mal. Die Kreuzung sagt mir was. Also man dauert ein bisschen, bis man sich hier zurechtfindet. Da ist ein Wolf, der rennt uns auch hinterher.
Der lässt aber auch ab. Das ist das Gute. Da hinten ist auch ein großes Gebäude. Ich bin mal ganz gespannt, was wir in der ersten Folge so hinbekommen. Sieht schon mal interessant aus da hinten, ne? Ehrlich. Aber ich will erstmal einmal über den Hügel gucken. Mit unseren lieben Hunden. Oh, das sieht aber auch nach nicht wirklich viel aus. Wir sollten vielleicht erstmal zu dem großen Haus mir merken, dass ich hier hin wollte. Also ein großes Gebäude ist meistens eine Hauptlootstation, also ein Hauptlootspot. Und da können wir dann Dinge finden halt. Wie eine Axt. Um uns so endlich zu verteidigen und die Tiere auch zu füttern, was ganz wichtig ist in dem Spiel. Ich weiß nicht, ob ein einzelner Hund sterben kann. Also wir können theoretisch gesehen mit der Axt auf einen Hund einschlagen. Der ist auch der Einzige, der dann stirbt. Aber ich denke mal, wir werden dann an Geschwindigkeit verlieren. Aber ich will natürlich keinen Hund verlieren, Gottes Willen. Okay, was haben wir hier? Sieht schon mal interessant aus. Sind einige Autos. Sehr gut. Erstmal die Kofferräume durchsuchen. MTMT. Ja, ihr seht schon. Also es wird doch nicht so einfach hier zu überleben. Ich werde natürlich ein paar Folgen machen. Und mal schauen. So 3 bis 5 Folgen. Mehr wird's nicht, denke ich mal. Aber mal schauen, was ich hier so schaffen werde. Ja, yeah, Essen. Und da liegt noch was in der Ecke. Das ist auch. Das sind, glaube ich, Flakes oder sowas. Nee, Milchpuder. Und das lag vorhin ja auch. Ob sich das dann immer ähnelt, weiß ich nicht. So. Ich wollte ja in der anderen Richtung weiter, in der, damit wir ja den Faden nicht verlieren, geht die Reise dann mal in der Richtung auch weiter, da hinten kommt die Straße wieder. Und ich hoffe, dass nicht ganz so lang der Weg ist, aber hier findet man eigentlich ziemlich fix neue Locations. Da hinten ist zum Beispiel auch wieder ein Haus, ich reite jetzt aber mal da lang. Also langweilig wird es hier nicht, also man reitet, sag ich schon, ist das eigentlich Reiten, mit Schlitten fahren? Also man fährt hier, nicht lange durch nichts, also man findet ganz schnell neue Stellen. So, jetzt müssen wir die Straße wieder finden. Die Orientierung ist dementsprechend schwer. Auch mit Kompass, da bin ich sowieso nicht so der Held mit Orientieren. Aber, ja, man kommt dann irgendwann, denke ich mal, zurecht. Dauert ein bisschen, bis man die Map kennt. Der Entwickler plant auch, man kann es auf der Homepage ja lesen, ein Koop. Player, also dass wir hier bis zu 4 Spieler machen können, aber der wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Ich denke mal, er ist glaube ich nur ein einziger Entwickler. Ich denke mal, dass das ein bisschen dauern wird. Kommt drauf an, auch wie viele Leute sich das Spiel bei Steam kaufen werden. Umso mehr Geld, desto mehr, nicht Motivation will ich nicht sagen, aber umso mehr Möglichkeiten stehen ihnen ja dann auch zur Verfügung. Ne? Keine Frage, es gibt zum Beispiel noch keinen Soundtrack und. Das kostet ja alles Geld. Und da haben wir den nächsten Loot. Spot, eine Tankstelle. Ich bin mal ganz gespannt. Ganz praktisch wäre ja natürlich jetzt eine Axt zu finden. Oder natürlich auch eine Schusswaffe. Aber Munition ist ja echt super Mangelware. Ich reite mal vorbei. Da ist nichts drin. Und hier haben wir schon eine Tankstelle. Sieht ganz interessant aus. Und natürlich mit Autos. Oh, sauber. Ich habe sie schon gesehen. Die Axt. Ein Schokoriegel. Equippen wir die Axt direkt mal. Und mit einer stimmungsvollen und brutalen Art und Weise schlägt er auch zu. Na gut, Spaß muss sein. Es ist eine Early Access. MTMT. Und natürlich ist da noch nicht alles drin, was dazu kommt noch. Also, oh, Cornflakes habe ich auch noch gefunden. Super. Die Tankstelle war ein Erfolg. Wir können uns jetzt auch verteidigen. Heißt also, uns mit Tieren anlegen. Ihr seht da unten, aber ich habe 10 von 10 Lebensenergie. Bin ich tot? Kann ich auch gespeichert haben, wie ich will. Dann ist das wie bei The Long Dark. Ich reite mal in der Richtung, oder? Nein, da kam er her. Also schnell verliert man die Orientierung. In der Richtung weiter, einfach mal so ganz stur geradeaus an den Kamin vorbei. Ich glaube, das ist ein Kamin. Kann auch sein, dass was anderes ist. Und hoffe, dass wir hier mal eine Waffe finden. Es gibt Gewehre, verschiedene. Ich habe schon mal ein Sturmgewehr gefunden, aber dafür keine Munition. Ist ganz, ganz spannend, muss ich sagen. Also, das Überleben ist nicht so leicht. Wir müssen jetzt nur noch Tiere finden, damit wir Fleisch kriegen. Da hinten sind Dächer. Ich glaube mal da in der Richtung, damit wir auch auf jeden Fall ein Ziel haben. Sonst verlaufen wir uns hier noch ganz derb. Also ein Levelende habe ich tatsächlich noch nicht erlebt. Also, dass ich irgendwo von der unsichtbaren Wand reite.
Und das sieht da auch sehr interessant aus da hinten. Steht irgendein riesiges Fahrzeug oder sowas. Und das Haus da. Ach Gott. Ich sag euch, das hier gibt echt genug. Man muss es nur finden. Man muss nur wissen, wo. Und die wilden Tiere, die sind jetzt auch nicht ganz so aufdringlich. Wie gesagt, wenn die uns weiter verfolgen. Mit den Hunden sind wir auf jeden Fall schneller als die. Das sieht aber auch komisch aus, das Fahrzeug. Dann hören die auch auf, uns zu jagen. Also das ist kein Problem. Oh, hat auch einen Kofferraum, wo Bohnen drin sind. Vielleicht noch mehr? Nee, ne? Können wir damit fahren? Nein, das wäre furchtbar. Dann würden wir unsere Hunde ja stehen lassen. Nein, nein, um Gottes Willen. So, auf zum Haus. Das sieht nämlich auch aus, als ob das... Was beinhaltet jetzt auch der Weg? Den werden wir gleich weiterfahren. Denn noch bin ich, ja, ahnungslos, wo ich hier bin. Aber ich denke mal, dass wir in, ja, 3 bis 5 Folgen hier schon klarkommen werden. Das sieht nach nichts aus, ne? Denn manche Häuser haben so einen Einbruch. Da können wir dann reingehen. Der zum Beispiel ist ja verschneit, da kommen wir nicht rein. Türen sind ja viel zu klein. So. Auf der anderen Richtung geht's weiter. Da kamen wir jetzt her aus der. So viel Orientierung habe ich eben noch. Und wollen noch ein Tier töten. So. Die Aufnahmen sind ganz angenehm klein, muss ich sagen. Also von der Größe her. Das kenne ich jetzt. Habe ich schon lange kein Spiel mehr gespielt, wo die Aufnahmen so gemütlich sind. Lassen sich schnell rendern und natürlich auch ja, mehr und schneller hintereinander aufnehmen. Aber ich werde mir natürlich Zeit lassen, das Spiel genießen. Denn es macht Spaß. Boah, da kommt eine Stadt. Weil ich wusste, es gibt Städte. Die sind natürlich nicht riesig groß, aber die beinhalten wahrscheinlich auch feinsten Loot. So, das erste Auto nehmen wir natürlich einmal durch. Und dann gehen wir zu dem Haus. Das sieht nämlich schon super interessant aus, was da vorne ist. Leer. Dann gucken wir uns erstmal hier um, bevor wir weiterreiten. Da ist auch so ein komisches rundes Haus. Hier ist was drin. Sehr praktisch. Streichhölzer. Auch Matches genannt. Und da ist noch was zum Naschen. So, da sehen wir auch den Einbruch gleich, glaube ich. Da. Da kann man eigentlich immer in den Häusern rein, auch wenn die zu klein sind, die Durchgänge. Also diese hier. Haben die Häuser, wenn was drin ist, meistens immer so ein Loch hier. Ihr seht, oh, Pfeile, auch ganz praktisch. Eine Soda, die bestimmt nicht eingefroren ist. Ein Wasser war im Auto drin. Ja, ihr seht schon, so eine Stadt ist schon ein sehr geiler Lootspot. Hunde, bleibt ihr da schön brav. Und nochmal ein bisschen Essen. Oha, da kommen wir natürlich nicht durch. Jetzt hole ich meine Hunde und reite weiter Richtung diesem komischen Haus. Vielleicht finden wir da ja aber eine Waffe. Es gibt eine Armbrust, es gibt ein Gewehr, also mehr habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Die fläzen sich hier schön hin. Was sagt euer Hunger? Muss natürlich auf die aufpassen. Sehr gut noch. Alles noch super. Also ich will in der Folge auf jeden Fall in der ersten die einmal füttern, damit ihr das gesehen habt. Da waren wir gerade drin. Und dann parken wir unser lieben Hündchen nochmal hier. Ja, gucken wir rein schon mal. Ich bin so neugierig. Nein, das sah so interessant aus. Hier ist nichts drin. Doch, was ist das denn? Das kenne ich noch nicht. Das ist auf jeden Fall keine Waffe. Hä? Munition! Ah, Magazin war das. Jetzt raff ich's. Das ist schon mal gut. Da fehlt uns nur die Waffe. Das ist nämlich das, was ich nicht gefunden habe in der... Meinen letzten, nicht Aufnahme, da habe ich ja noch nicht aufgenommen, in meinem letzten Spiel. Ein Wasser, auch nicht, ups, Taschenlampe angemacht, nicht eingefroren. Das geht doch mit F, leuchtet auch ganz schön, sieht irgendwie so ein sanftes Gelb. Und dann nochmal in den Runden und dann gehen wir die Straße weiter, ne? Dann müssen wir mal gucken, ob wir was zum Naschen finden. Oh, eine Bandage. Ja, ich leuchte sie einmal an. Jetzt haben wir 2 Bandagen. Die Bandagen können wir auch für unser Hündchen nutzen. Die haben aber natürlich noch genug Lebensenergie. So. Auf geht die Reise weiter. Sehr gute Stelle. War ich da drin? Ja, ne? Sieht aus wie so eine alte Wildweststadt. Passt aber nur zum Winter nicht so wirklich.
das Auto lassen wir natürlich nicht aus. Und dann weiter den Weg. Boah, es geht da hinten rüber. Aber wir sind auch jetzt auf dem Weg. So da. Ja, verdursten tun wir schon mal nicht. Verhungern auch nicht, eigentlich haben wir schon genug Essen. Jetzt aber den Weg nehmen. Der sieht langweiliger aus, ne? Deswegen gehe ich da lang. Und wenn wir jetzt gleich, also ich versuche natürlich jetzt einen Unterschlupf zu finden, wo wir speichern können, und da läuft ein Wildschwein, ich habe es gesehen, dann können wir schon mal unsere Tiere leicht füttern. Das greift uns auch an, da müssen wir aufpassen. Das erste, was der angreift, ist nur eine Hunde, also er greift immer das an, was er zuerst sieht. Der Eber oder was auch immer das ist. Da, da ist er schon, hat schon den Angriff eingeleitet. Sehr gut, weil er macht ganz schön Schaden bei meinen Tieren. Und mit der Taste E, wir brauchen glaube ich auch wirklich dafür die Axt. Habe ich die nicht in der Hand, mache ich mal, teste ich auch mal aus. Doch, das können wir immer machen. Mit bloßen Händen. Haben wir dann auch das Fleisch eingesammelt. Das Schwein verschwindet. Das ist komplett weg. Und Food und Drinks, da seht ihr hier das rohe Fleisch jetzt zweimal. Wir können natürlich nur zwei Hunde dann füttern. Das ist unfair. Nicht, dass sie sich streiten. fahren wir erstmal weiter und gucken, ob wir noch ein anderes Tier finden. Ich mache ein paar Minuten länger die erste Folge. Damit wir... Wir müssen natürlich hier auch einen Unterschlupf finden, sonst haben wir ein Problem. Und jetzt geht es irgendwie hoch, ne? Oh Gott. Auf den Berg. Boah, die Map ist echt groß. Muss ich sagen. Lauf, Hasso, lauf. Und es geht hoch, steil hoch. Die Hunde müssen ganz schön Power haben. Also ich habe das natürlich schon mal im Fernsehen gesehen mit solchen Schlittenhunden. Die sind ganz schön stark. Vielleicht können wir ja noch ein paar PS dranbinden. Ne? Die Pferde, die Hunde aufpimpen. Oh, wo kommen wir hier hin? Das kann nur gut sein, es kann nur gut sein, kann uns zum Erfolg führen. Sieht ein bisschen trostlos aus, aber was soll man erwarten? Wir sind im Wald, hier ist Schnee und die Kälte kommt natürlich nicht so gut rüber wie bei The Long Dark, aber das wird er wahrscheinlich nur reinpatchen, dann guckt er sich ja alles ab. Er ist ja inspiriert von dem Spiel und es ist für mich meiner Meinung nach kein Verbrechen, ein ähnliches Spiel zu programmieren, was dann dementsprechend aber auch anders aussieht. So wie hier, also es hat ja ganz andere Features. Essen und Trinken und Schnee kann man nicht klauen sozusagen. Es ist ja einfach nur da, ne? Das kann man nur ähnlich machen. Auf den Koop-Modus würde ich mich sehr freuen, aber er sagt da noch in seiner Homepage oder auf seiner Homepage, sagt er noch so 6 Monate dauert das bestimmt. Muss unglaublich schwer sein, so Netcode zu machen oder was auch immer. Ich werde da lang weitergehen. Ihr seht, wie groß die Map ist. Unglaublich. Hätte ich nicht gedacht, als ich das heute runtergeladen habe, das Spiel. Es war nur 77 MB groß. Hat mittlerweile aber schon... Also ich habe es heute Morgen runtergeladen. Und in der Zeit, Zwischenzeit von ja, ich sag mal so 3 Stunden, hat es 4 Updates gemacht. Der Entwickler hat also Vollgas, wenn wir den kriegen, wenn ich mit dem... Der hüpft hier fleißig lang. Wiedersehen und das Weiterleben. Wir sind... Auf dem Weg nicht schneller als auf Schnee. Also wir können eigentlich lang flitzen, wo wir wollen. Oh, da kommt endlich ein Haus. Ich würde euch ja gerne noch zum Ende des Videos zeigen, dass wir also einen sicheren Unterschlupf finden, damit das ein schönes Ende hat, das Video. Ah, das ist eine Ortschaft. Oder so ein Feriencamp oder was auch immer. Da kann man sich Flöten irgendwo hinstecken. Möchte ich natürlich nicht auslassen. Da ist noch was drin. Einmal Streichholz. Sehr gut. Also Streichholz, da können wir immer gebrauchen. Kofferraum. Leer. Das ist alles noch, ja, sieht noch nicht so aus, ne, so dolle. Aber das wird sich natürlich ändern, das Menü. Und, ja, so Inventarplätze. Alles noch, oh, hier ist Essen wieder. Boah, wir müssen endlich mal ein Lager finden, wo wir das dann auch lagern können. Und dann müssen wir uns merken, wo das ist. Mit M kann man, glaube ich, irgendwie Waypoint setzen, aber ich weiß nicht wie. Hey, V.
fast übersehen. Hat sich gut versteckt, die Dose. Komm, Schießgewehr wäre schön. Eine Armbrust habe ich schon mal gefunden. Oh, das Wasser war auch schwer zu erkennen. Die Armbrust, die macht natürlich auch einen guten Schaden. Noch mehr Bandagen, sehr gut. Wir können uns ja, also, wir werden hier schon die nächsten 300 Folgen kann ich hier leben. Da sind wieder Pfeile. Aber es fehlt die Armbrust. Himmelherrgott, ich glaube, die gibt es nur einmal auf der Map. Genauso wie das Gewehr, was habe ich auch erst einmal gefunden. Das war, glaube ich, am Flughafen. Und wo der zum Teufel ist, frag mich bitte nicht. Da kann ich um den Kompass gucken, ich weiß nicht, wo er ist. So. Turbo. Und weiter geht's. Der Weg, der hört hier auf. Nicht gut. Ich will einfach geradeaus weiterreiten. Heißt das denn reiten oder fahren? Keine Ahnung. Und wir brauchen einen sicheren Unterschlupf. Da hinten sieht es noch nichts aus. Da hinten ist ein... Oh, da kommt ein Gebäude. Das ist auch wieder ein Staub. Das ist, wie gesagt, man reitet hier echt nicht lange durch nichts. Bis jetzt habe ich ein richtig gutes Gefühl bei dem Spiel, muss ich zugeben. Ja, und unsere Unterschlüpfe, wo wir schlafen können, die erkennen wir ja, wie gesagt, habe ich am Anfang gesagt, an diesen Pflöcken. Die Häuser stehen immer auf Pflöcke. Hier werden wir auf jeden Fall kein Bett finden. Nichts. Also, der Entwickler ist sehr geizig, muss ich sagen, was Loot betrifft. Aber Bohnen, also furzen können wir ohne Ende. Das ist schon mal kein Problem. Hab ich schon im Kofferraum geguckt? Ne, ist leer. So. Weiter this way. Jetzt habe ich einmal weiter this way gesagt, das kann ich jetzt schreiben mit Englisch. So, langsam, aber sicher weiß ich gar nicht mehr, wo ich bin. Also, ich wusste von vornherein nicht, wo ich bin, aber... Ich verliere so langsam die Hoffnung, dass ich was finde. Denn ist noch ein Hirsch. What? Vor Bäume kann man reiten. Dann bleiben die stehen. Und hinten ploppen Häuser auf. Ah, da bin ich schon mal gespawnt. Hier werden wir was finden. Definitiv. Nee, da bin ich nicht gespawnt. Oder? Bin ich da gespawnt? Ich weiß nicht, ich bin auf jeden Fall schon mal an so einem... Es gibt auf jeden Fall einen dicken See oder mehr. Und jetzt bin ich auch mal gespannt. Das sind Boote, die können wir natürlich nicht benutzen. Genauso wenig wie die Autos. Ein sehr guter Orientierungspunkt, jetzt ein neuer. Erstmal zu den Häusern. Man will eigentlich nur noch überall hin reiten, weil die ja viel schneller sind. Ah, hier ist nichts. Und hier auch nichts. Okay, das wird Ebbe sein. Hier ist gar nichts. Oh, immerhin, da liegt irgendwas Gelbes. Und ein Wasser. Aber die Boote sind natürlich ohne Funktion. Ja, wir auch. Es ist ja eingefroren. Ich kann ja auch auf den Eis laufen. Weit fahren würden wir eh nicht. Ist das ein Brot? Das sieht ja richtig geil aus. Ein Brot! Ich habe ein Brot gefunden. Ich habe mich noch nie beim Brot gefreut. So, Basislager. Wir brauchen ein Basislager. Von da hinten kamen wir. Wir werden den Weg da weiter folgen, über den Bergen. Also die Folge werde ich ca. 30 Minuten lang machen. Und dann werde ich einen Schnitt reinmachen, weil das dauert das so lange beim Rendern. Die Datei wird einfach zu groß. Mit ein bisschen Glück finden wir aber vorher ein Camp und können da gemütlich einen Abschluss finden. Für heute jedenfalls. Reisen wir weiter, die Bäume machen nur komische Faxen. Ich denke mal, wir sind am Außenrand der Map gerade. Das ist auch sehr interessant. So kann man sich ein Bild davon machen. Also ich bin mal gespannt. Wenn es veröffentlicht wird in 2 Tagen gespielt, werden natürlich viele das spielen und natürlich wird man dann ganz schnell eine Map finden. Ich weiß gar nicht, wie Kartografen das spielen und wer die Map dann erstellt, aber das funktioniert. Da kommt ein
Tier vor uns. Da gibt es viermal Fleisch. Dann fütter ich schnell die Hunde. Müssen aufpassen, weil der greift echt die Hunde an. Der Lümmel. So. Da, er greift an. Attacke! Und jetzt mit dieser brutalen Schlägen. Boah, diese Brutalität. So, im Inventar habe ich jetzt viermal Fleisch. Das sollte für jeden Hund was sein, denn die haben ja auch Hunger, ne? Wollen wir mal nicht verhungern lassen. Ach, geht aber noch. Aber rohes Fleisch geben. Rohes Fleisch geben, der ist satt. Weiß nicht, ob der Durst haben sie auch oder was. Oder ist das die, vielleicht die Stimmung von dem Hund, das Blaue? Da müssen wir mal gucken. Vielleicht müssen wir einmal mit dem reden. Was? Der pinkelt. Der Lümmel. Macht ihr da was anderes? Na, eine Flasche Wasser geben. Ja, das ist Durst. Jetzt haben wir es rausgefunden. Sehr gut. Und ich denke mal, dass sie langsamer werden, wenn sie wenig Energie haben oder viel Hunger oder viel Durst. Und wir finden hier einfach keinen Unterschlupf. Gut, dass das nicht lebenswichtig ist. Ziemlich schwierig. Ich sage, sie sind überall auf dem Müll verteilt. Aber langsam, aber sicher müssten wir einen entdecken. Da ist das offene Meer. Schön, dass da keine Levelgrenze in dem Sinne gibt. Das mag ich immer an Spielen. Dass die, dass ein Meer kommt oder sowas. Das ist einfach realistischer. Als wenn da einfach nur ein riesiger Berg ist oder sowas. Wo eine Wand dann ist. Ich werde an der Stelle einen kleinen Break machen. Wenn wir an dem Haus sind, da werden wir rasten. Und sag danke fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Mal schauen, wo wir jetzt hier landen. Oh, das machen wir. Den guck ich mal. Ach, das ist eine Erste-Hilfe-Kiste. Habe ich schon gesehen. Oh, wir passen nicht durch die Tür. Wir können es nicht bücken. Habe ich noch gar nicht gesagt, ne? Aufgenommen und ich sage danke fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.